Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Mikna auf Delhi. Ja, schauen wir mal ganz kurz zurück auf die letzte Woche. Da war ja vor allen Dingen der Arbeitsmarktbericht am Freitag natürlich mit sehr, sehr viel Spannung erwartet worden, muss man sagen. Ja, die Analysten hatten so in etwa den Konsens ihrer Schätzungen auf 250.000 neue Jobs, neue Arbeitsstellen in den Vereinigten Staaten gerichtet. Geworden sind es dann tatsächlich 528.000. Und da war der Markt und die Analysten natürlich mehr als überrascht. Naja, an den Arbeitsmarktdaten hängt ja bekanntlich auch die geldpolitische Strategie der Federal Reserve mit Jerome Powell. Naja, und der hat natürlich ganz klar auch in den Wochen vorher immer gesagt, dass er diese Zahlen ganz besonders in den Fokus nimmt. Heißt also jetzt im Prinzip, die Zahlen waren wesentlich besser als erwartet. Und jetzt kann man in den Vereinigten Staaten eine Arbeitslosenquote von etwa 3,5% ansetzen, was in etwa einer Vollbeschäftigung in den USA entspricht. Aber natürlich auf der anderen Seite auch Jerome Powell jetzt jegliche Möglichkeit gibt, die Zinsen natürlich auch drastisch weiter anzuheben. Hätten wir also einen schwachen Arbeitsmarktbericht gehabt, dann hätte Jerome Powell sicherlich überlegen können, zuerst mal die Zinsschritte etwas moderater zu gestalten. Jetzt, wo er ganz klar sieht, Arbeitsmarkt läuft, wir haben viele Amerikaner in Lohn und Brot, ja, da kann er natürlich auch seine Zinsen um den Kampf gegen die Inflation bei über 9% in den USA aktuell natürlich ordentlich anheben. Ja, und somit erwarten jetzt die meisten Analysten und Marktkenner tatsächlich im September einen weiteren Zinsschritt um 0,75% oder 75 Basispunkte. Die Märkte allerdings spielen dazu natürlich die Angst, dass wenn die Zinsen zu schnell angehoben werden könnten, ja, dass auf der anderen Seite Konjunktur und Wirtschaft abgewürgt werden. Und das hat man auch relativ deutlich gemerkt am Freitag, wo die US-Indizes dann doch runtergegangen sind. Der Dow hat sich noch einigermaßen gehalten, muss man sagen, bei 32.762 Punkte. Ja, es war zumindest ein kleiner Aufschlag von 0,1%. Aber Technologiebörse Nasdaq 100 verloren 0,8% auf 13.191 Punkte und der S&P 500 lag bei 4.139. Also die Ängste vor einer zu schnellen Zinsanhebung, die sind also nach wie vor noch präsent und gehen natürlich klar auch ins Marktgeschehen rein. Da müssen sich die Märkte im wahrsten Sinne des Wortes jetzt selber finden. Dass wir in Deutschland da natürlich am Nachmittag hinterhergezogen sind und auch DAX und Co. dann schwächer aus dem Handel ins Wochenende marschierten, das war natürlich klar. Ja, so haben wir halt eben beim DAX 13.573 Punkte zum Wochenschluss und der MDAX bei 27.772 nur um zwei Indizes tatsächlich mal aufzuführen, also der DAX minus 0,65% und der MDAX war dann schon ein größeres Minus, fast 1,4%. Ja, man muss dazu sagen, das Abwürgen der Konjunktur und der Wirtschaft, das macht natürlich den meisten Marktkennern und Marktbeobachtern dann doch ein wenig Ängste und Befürchtungen. Kommen wir auf diese Woche, schauen wir mal, was da alles auf der Agenda steht, weil die Quartalsberichtssaison, ja, von den großen Werten her haben wir schon fast alles, aber da kommen diese Woche noch einiges an Nachzüglern, vor allen Dingen aus Deutschland mit dazu. Also sicherlich eine sehr, sehr spannende Woche. So kriegen wir heute zum Beispiel Zahlen von BioNTech, der Porsche Holding, Siemens Energy von Bertrand und von Hypoport. Morgen geht es dann weiter am Dienstag mit Fraport, dem Frankfurter Flughafenbetreiber, dann dem Fotodienstleister CW, dann mit Core Estate Capital und dem Hamborner Rate, dann der Automobilzulieferer Continental, sicherlich interessant, dann die Deutsche Pfandbriefbank, die DEPFA, Scout24
und die Munich Re, also die Münchner Rück. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der Arealbank Brenntag, Evonik, EA Group, dann Havesco, Heidelberger Druckmaschinen, Indus Holding, Jenoptik, LEG Immobilien, Leoni, Metra, Norma Group, Sixt, S&P Schneider, Talangs und auch TUI. Ja, die TUI-Aktie ja auch ordentlich gebeutelt, muss man sagen, und hat ja einiges an Kursverlusten dementsprechend in den letzten Wochen hinnehmen müssen. Ja, und dann gibt es zusätzlich nochmal die Halbjahreszahlen aus dem DAX, nämlich von E.ON am Mittwoch. Donnerstag, dann einige Großkonzerne nochmal mit Zahlen, und zwar die Deutsche Telekom, Daimler Truck, RWE und Siemens. Also Donnerstag sicherlich ein ganz wichtiger Tag, und am Freitag, ja, da haben wir noch ein paar kleine Unternehmen wie Atos Software, Knorr-Bremse oder MBB. Ja, so sieht die kommende Woche dementsprechend aus. Wir werden natürlich immer wieder auf das Geschehen auch in der Ukraine natürlich schauen, auf das große Thema Energie für Europa, für Deutschland und natürlich auch auf das, was da halt eben einhergeht mit China und den USA nach dem Besuch von Nancy Pelosi. Wollen wir hoffen, dass sich da zumindest mal ein wenig die Wogen glätten. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns dann am Mittwoch.